Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Liberalen in Schleswig-Holstein wollen sich nicht in die Affäre um die Bespitzelung von SPD-Oppositionsführer Engholm hineinziehen lassen. Sie gingen heute auf Distanz zu Ministerpräsident Barschel. Die FDP-Kommission, die gegenwärtig die Koalitionsverhandlungen mit der CDU führt, beschloss, nur noch schriftliche Erklärungen herauszugeben. Affäre und Sachgespräche sollten so getrennt bleiben. Deutlicher hatte es vorher der FDP-Landesvorsitzende Zumpfort gesagt, der sogar eine Unterbrechung der Verhandlungen für denkbar hielt. Er will mit Barschel vorerst nicht mehr gemeinsam vor den Kameras auftreten. Zumpfort verlangte von der Landesregierung persönliche Konsequenzen nicht nur auf der unteren Ebene und forderte den CDU-Landesvorsitzenden Bundesfinanzminister Stoltenberg auf, sich einzuschalten. 2 Stunden lang beriet die FDP-Verhandlungskommission. Jetzt ist klar, die Liberalen setzen die Koalitionsverhandlungen mit der CDU fort. Für die FDP gibt es keine andere politische Alternative. Damit lehnten die Liberalen erneut das Angebot des Oppositionsführer Engholm ab, nochmals in der Koalitionsfrage umzudenken. Zweifel bleiben der FDP aber doch an einigen Darstellungen der Landesregierung. Beispielsweise in der Frage, warum Staatssekretär Binke nicht an der Barschel-Pressekonferenz am vergangenen Freitag teilnahm. Wir haben Zweifel und wir müssen wissen, was nun wirklich der Fall ist. Und ich habe gehört, Herr Behnke soll heute in irgendeiner Form eine schriftliche Erklärung machen, aber das weiß ich noch nicht. Gegenüber eines FDP-Mitglieds soll Behnke geäußert haben, es sei der Wunsch Barschels gewesen, nicht anwesend zu sein. Klar ist, die FDP will bei der anstehenden Koalitionsverhandlung Distanz zu Barschel halten, denn... Wir haben deutlich gemacht, dass jeden Tag neue Einzelheiten auftauchen und wir wissen, dass heute schon wieder eine neu auftaucht. Und vor diesem Hintergrund ist es unser Interesse, dass in irgendeiner Form dieser Prozess der schleichenden, sagen wir mal, zusätzlichen, des schleichenden Verlustes der politischen Glaubwürdigkeit einer Regierung gestoppt wird. Danach sieht es zurzeit nicht aus. Nach neuesten Informationen soll der Spiegel-Kronzeuge Pfeiffer am 8. oder 9. September das Kriminalpolizeiamt in Kiel aufgesucht und nach Abhörgeräten gefragt haben. Ein Wunsch, der abgelehnt wurde. Das Innenministerium wurde davon allerdings erst am 14. September informiert. Weiter wurde bekannt, bereits am 19. März erkundigte sich Pfeiffer nach Material über die Grünen beim Landesamt für Verfassungsschutz. Rainer Pfeiffer hat sich inzwischen, so teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft mit, zusammen mit seiner Sekretärin Jutta Schröder nach Lissabon in den Urlaub abgesetzt. Zu den Vorgängen in der Pressestelle des schleswig-holsteinischen Landesregierung und zur Arbeit des früheren Pressereferenten Pfeiffer hat die Staatsanwaltschaft Lübeck heute Staatssekretär Behnke und den stellvertretenden Regierungssprecher Ahrensen vernommen. Behnke musste 5 Stunden Rede und Antwort stehen. Anschließend sagte er, bei der Verpflichtung Pfeiffers habe es sich um eine routinemäßige Einstellung gehandelt. Eine vage Andeutung Pfeiffers, er wolle eine Wanze beschaffen, habe er nicht ernst genommen. Es ist so gewesen, dass nach meiner Erinnerung am Dienstag, bevor er sich abgesetzt hat, Herr Pfeiffer am Rande und am Schluss eines Telefonats unvermittelt eine Andeutung, eine Bemerkung gemacht hat. So, ich fasse das mal zusammen, Stichwort Ministerpräsident, Abhörgerät. Er habe so etwas besorgen wollen sollen und sei nicht erfolgreich gewesen. Und ich muss bekennen, dass ich seinerzeit durch die Umstände, die werde ich sicherlich später nochmal ausführen können, überhaupt nicht an die Ernsthaftigkeit dieser Aussage glauben konnte. Und ich habe diese Angelegenheit für einen schlechten Witz gehalten und sie auch nicht weiter verfolgt. Aber im Nachhinein natürlich, als ich dann an dem darauffolgenden Wochenende diese sensationelle Spiegel-Story hörte und las, habe ich natürlich gewisse Zusammenhänge hergestellt. Aber ich muss an dieser Stelle ganz eindeutig sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als Herr Pfeiffer mir das am Rande, wie gesagt, eröffnete, später als die Spiegel-Story veröffentlicht wurde und auch heute an diesem Tag, nicht im Ernst daran glaube, dass irgendetwas an dieser Geschichte wahr ist. Im Persischen Golf ist es zum ersten Mal zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und dem Iran gekommen. In der vergangenen Nacht griff ein Kampfhubschrauber der US-Marine vor der Küste von Bahrain ein iranisches Schiff an und schoss es in Brand.
Dabei wurden 3 Iraner getötet und 4 verletzt. Das amerikanische Verteidigungsministerium erklärte, das iranische Schiff sei beim Minenlegen beobachtet worden. Der Iran bezeichnete die amerikanischen Angaben als pure Lüge. Das Schiff habe lediglich Lebensmittel transportiert. Da der Iran mit Vergeltung gedroht hat, sind inzwischen die Botschaften der USA in Alarmbereitschaft versetzt worden. Costa Ricas Präsident Arias stand heute Morgen mit seinem Anliegen, den Friedensplan für Zentralamerika zu erörtern, gar nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses. Die Reporter fragten nach einer ganz anderen Krisenregion. Befinden wir uns am Golf jetzt im Krieg? Nein, antwortete Ronald Reagan zögerlich. Wir haben gemäß dem geltenden Recht für internationales Gewässer gehandelt. An einen Gegenschlag des Iran glaubt er nicht so richtig. Not really. Die militärische Aktion, die der Präsident verteidigte, geschah im Norden von Bahrain. Ein amerikanischer Kampfhubschrauber vom Typ OH-6 hatte mit Raketen- und Maschinengewehrfeuer ein iranisches Marinelandungsboot angegriffen. Nach Darstellung der Amerikaner war die Iran Ajah beim Minenlegen beobachtet worden. 6 Minen dieses Typs sollen zum Zeitpunkt des Angriffs bereits im Wasser platziert worden sein. Als amerikanische Einheiten die Iran Ajah enterten, fanden sie 3 Tote und 10 weitere Minen. 26 Iraner sind von amerikanischen Kriegsschiffen dann aus Seenot gerettet worden, einige schwer verwundet. Für das amerikanische Verteidigungsministerium war es eindeutig ein Akt der Selbstverteidigung. Pentagon-Sprecher Fred Hoffman sagte, es ist das erste Mal, dass wir sie auf frischer Tat erwischt haben. Diese neuerliche Eskalation am Persischen Golf und die Möglichkeit eines iranischen Gegenschlages wird die Debatte anheizen, ob der Präsident seine Flottenkonzentration am Golf weiter alleine verantworten darf oder ob er die Zustimmung des Kongresses braucht. Diese Zustimmung könnte nach der Gesetzeslage, nach der War Powers Act, erforderlich sein. Und sie wurde geschaffen, um ein neues Vietnam zu verhindern. Vor der UNO-Generalversammlung schoss der iranische Präsident Khamenei mit einer schweren Breitseite zurück. Die USA hätten im Persischen Golf ein Handelsschiff seines Landes angegriffen. Dabei seien 4 Seeleute getötet worden. Das amerikanische Fernsehen verbreite Lügen, wenn es berichte, das Boot habe Minen verlegt. Dies sei der Anfang einer Serie von Ereignissen, die nicht auf den Persischen Golf begrenzt blieben. Vorher hatte der iranische Präsident den Beschluss des UNO-Sicherheitsrates auf einen sofortigen Waffenstillstand im iranisch-irakischen Krieg zurückgewiesen. Zuerst müsse Irak, das den Krieg begonnen habe, von der Weltfamilie verurteilt werden, sonst wiederholten sich derartige Aggressionen. Als der iranische Präsident die USA kritisierte, verließ Washingtons Delegation den Saal. Im Herausgehen hörten sie noch Khameneis Erklärung: Wegen des gestrigen Angriffs erhielten die USA noch die entsprechende Antwort. Es wird schwierig sein, mit härteren Maßnahmen wie gestern vom amerikanischen Präsidenten Reagan gefordert, den Iran zur Annahme des UNO-Sicherheitsratsbeschlusses zu zwingen. Japan beispielsweise hat bereits Sanktionen gegen Teheran abgelehnt.